Wetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter. Und ach, ich muss gleich mal wieder, ich komme mal ein bisschen rüber. Mein Gott, hier, heute, nachdem wir irgendwann auch mal hier mehr oder weniger alleine saßen, sind wir heute sogar mal wieder zu dritt. Das ist schön. Heute also ein gut gefüllter Club. Naja, kein Wunder, kaum stimmen die Ergebnisse, kommen sie alle wieder aus den Löchern. Ne, so ist es doch. Stanley, Bela, heute wieder dabei. Hallo. Guten Abend. Und ich hoffe natürlich vor allen Dingen, dass das auch da draußen gilt, für euch gilt, dass die, dass das insgesamt ganz gute Ergebnis am Freitagabend euch ein bisschen motiviert, heute mit uns über das Spiel oder über die Zukunft von Hannover 96 ein bisschen zu sprechen. Die Telefonnummer ist natürlich wie immer da drüben, die ganze Zeit eingeblendet, seht ihr sie unten, 3670170 ist die Nummer, da könnt ihr uns erreichen, im Prinzip die ganze Sendung über, und wenn wir gerade mit jemandem reden, landet ihr bei uns, glaube ich, das ist, glaube ich, technisch so gelöst, landet ihr bei uns in der Regie und ihr werdet sogar zurückgerufen. Also insofern, keine große Angst, nicht da dran zu kommen. Es gibt uns auch auf Facebook, ach, ich kann gleich mal wieder gucken, ob wir auf Facebook auch schon laufen. Hat das schon jemand gecheckt? Es gibt uns natürlich auch bei Instagram. Wie viele Leute sind wir mittlerweile bei Instagram? Haben wir Follower? 60, glaube ich, sogar schon. Also 60. Die Zahl wächst. Okay. Ein Bruchteil der Leute, die Sendung nur gucken. Offensichtlich, da geht noch was. Also Leute, ich meine, ich weiß doch, ihr seid doch alle ständig bei Instagram, bei fast nichts anderem mehr. Guckt mal, bei Instagram findet ihr uns und wir versprechen auch, wir posten nicht zu viel. So, jetzt gucke ich mal kurz. Oh ja, und da gibt es auch Karten zu gewinnen. Es gibt heute wieder Karten zu gewinnen. Für der Hertha BSC und die Spiel. Und die 1. Dezember. Ja, soll ich jetzt eine Frage stellen? Ja, kannst du gerne machen. Da könnte ich auch gleich meine Karte auch gleich mit raushauen, denn ich bin auch nicht da. Oh, es ist 3 Karten. Nein, zwei Karten zu gewinnen. Die Frage ist, welcher 96-Spieler hat die meisten Toren geschossen gegen Borussia Mönchengladbach? Und ich kann dir einen Tipp geben, er war 8-mal Trainer gewesen bei St. Pauli, HSV, VfL Wolfsburg, bei Al-Shabaab, bei Eintracht Frankfurt, bei Eintracht BS Scheißverein als letzte Station. Und wer noch war? Ja, und er hat bei 96 gespielt und die meisten Toren geschossen gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist wieder ein schweres Spiel. Das ist jetzt genau. Es gibt Karten für BSC zu gewinnen, aber es geht natürlich um das Spiel, das nächste Spiel, das wir haben. Das ist in Gladbach. Und Sonntag, der 25. Ja, genau. Das wird natürlich auch nicht einfach, denn Gladbach ist ja nun momentan hat sich gerade so ein bisschen mit langsam, aber sicher hochgespielt, dass sie auch so ein bisschen da oben sich festsetzen. Ich habe jetzt sogar schon was von Titelkandidaten gelesen. Ja, ja, genau. Dass sie sozusagen zumindest also im Streit mit Dortmund da oben um die oberen Plätze, ja, das ist dann so. Ja, Vierter oder so, ne? Vor Bayern München. Als Fünfter. Ja, vor Bayern München. Ich möchte sogar Zweiter sagen, aber. Ja, okay. Aber Bayern München ist noch Zweiter, ne? Ja, genau. Also, also Bayern München sind ja eigentlich immer Zweiter, wenn sie nicht Erster sind. Automatisch. Oh, okay. Ja, gegen Gladbach, das wird wirklich schwer, weil die Heimbilanz vom Gladbach ist 23 Gewinnen. Ich habe, glaube ich, in einem Kommentar gelesen, dass Gladbach nicht Titelkandidat ist, weil sie auswärts dafür zu schlecht sind. Aber das heißt, zu Hause sind sie offenbar sehr gut. Unsere Heimbalance gegen. Wir haben eine super Auswärtsbalance. Gegen dem ist 23 Niederlage, 2 Unentschieden, haben wir 5-mal gewonnen. Und das letzte Mal war am 4.12.2010 mit 2 Toren von Hanke und ja. Füllkrug, nee. 2010. Ja, natürlich. Und, ach so, Jakunan. Ja, wenn du ja sagst, weiß ich ja nicht, dass das der Bestandteil. 2010 ja, da war Füllkrug noch, da hat er noch in die Windeln noch gemacht. Ein Spürmer, ey, was? Hat er dann noch in die Windeln? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls, leicht wird es nicht. Aber warum soll es denn nicht mal ganz verrückt laufen, wenn denn alles dagegen spricht, dass wir quasi gegen eine Mannschaft spielen, die eine super Heimbilanz hat? Wir haben eine furchtbar miese Auswärtsbilanz. Also muss es doch klappen. Ich habe jetzt gerade die Information, dass wir mit Steven verbunden sind und der muss gleich mit Lotta raus, was immer das auch heißt. Ich weiß ja sogar, was das heißt. Steven, hallo, schönen guten Abend. Grüß dich. Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Du musst gleich du hast also nicht, wir müssen das schnell aufklären, du hast nicht etwa Natalie rausgeschmissen und durch eine neue, sehr aufwendige Freundin ersetzt, mit der du regelmäßig ausgehen musst, sondern es handelt sich um... Wir haben ja einen kleinen Hund jetzt. Ihr habt jetzt einen kleinen Hund? Ach, das ist ja... Und der kleine Hund, was ist der kleine Hund? Ist er HSV-Fan oder HSV-Fan oder... Fußballerisch also unbeleckt. Er guckt mir regelmäßig HSV und 96 und er guckt sehr interessiert zu. Sehr gut, sehr gut. Wobei, ja. Wenn du sagst er, meinst du der Hund, aber es ist eine Sie, wenn ich den Namen Lothar genau, richtig verstehe. Oder ihr macht oder ihr betreibt absichtlich irgendwelche Gender-Konfusionen. Aber nein, also es ist eine Sie. Nein. Sehr schön. Steven, du hast das Spiel gesehen, warte mal, du standst, glaube ich, neben mir, ne? Genau. Richtig, ich war ja dabei. stimmt, ja, brauchte ich ja gar nicht fragen, bin ich das, hier? Ja. Gut. War ein schönes Spiel, oder? Also es war nicht das schönste Spiel, aber man ist ja dann doch sehr ergebnisorientiert in der heutigen Zeit. Genau, also ich würde auch gerade sagen, also die Art und Weise, wie wir jetzt hier gewonnen haben, ist natürlich nicht schön, aber die Punkte waren wichtig, gerade wenn man jetzt so guckt, dass Düsseldorf und Stuttgart auch gewonnen haben. Richtig, die haben alle gleich noch diesen... Die haben alle den Ruck auch gemacht, ne? Und deswegen sind wir jetzt eigentlich genau genommen wieder in der gleichen Position wie vorher, aber halt näher an Schalke dran. Erstens näher an den über uns dran, genau, unter anderem Schalke. Und natürlich auch nicht ganz unwichtig, einfach das Gefühl, mal wieder einen Sieg gehabt zu haben. Ne? Also das Gefühl, einfach mal wieder 3 Punkte gemacht zu haben. Und das jetzt auch nicht gegen, ich sag mal, gut, jetzt Wolfsburg ist jetzt nicht die Übermannschaft, aber es ist eben auch nicht der direkte Abstiegskandidat, gegen den man gerade nebenan... Und wir haben ja auch gesehen, dass wir gegen die verlieren können. Wir haben, wir haben vor 2 Wochen noch gezeigt, dass wir ganz wunderbar auch verlieren können gegen sie. Das wird ja sicherlich genau. Trotz allem keine Absicht, keine Finte oder sowas gewesen sein. Richtig. Weißt du, Bela, meinst du, da war was? Ich meine, warum nicht? Also, man hat bei 96 ja momentan so ein bisschen das Gefühl, dass die Aufstellung sich zum Teil fast selbst... Macht, obwohl, dieses Mal kann man ja sagen, das war ja schon eine recht riskante Aufstellung. Das stimmt, es war mutig. Mutig und es hat sich ausgezahlt. Aber wir hatten echt Glück mit die von der 45. bis die 6. Minute. Ich meine, wenn unser Supertorwart und unsere anfähige Stürmer von Wolfsburg hat so viele Chancen für Donald. Die hatten einige. Wir haben endlich mal das Spielglück auf unserer Seite gehabt. Ja, stimmt. Erstes Mal für eine lange Zeit. Und natürlich ein super Torwart. Und ein super Torwart, ja. Naja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ja. Aber das steht ja mittlerweile fest, dass Esser, glaube ich, da als Stammtorhüter auch eigentlich schon sein sollte. Ne? Er war ja nur nicht da wegen Verletzung tatsächlich. Genau. Das ist ja tatsächlich so. Ja, insofern sind wir da ganz glücklich. Ich habe auch jetzt festgestellt, weil das so gut geklappt hat. Also man hat ja oft schon gesagt, hier, spiel doch mal mit den jungen Spielern, mach doch mal so. Und ich meine, Sarenren war See und Meiner waren beide, glaube ich, tatsächlich gerade relativ verletzt, ne? Ja, das ist auch eine ganz komische ganz Geschichte in der Presse, Loge, dass wie Meiner hat nur eine Trainingseinheit an der Donnerstag gemacht und dann sofort der eingebombt. Vielleicht sollte er nur noch einmal die Woche trainieren, damit dann trifft er immer. Er war auch verletzt. Aber das Ding ist, in der zweiten Halbzeit, ihr ist ein bisschen 20 Minuten richtig gelitten. Ich habe das Gefühl, ihr ist nichts. Ja, da waren sie alle so ein bisschen schon, also auch bei Sarenren hat man gemerkt, dass da schon wieder die Kraft weg war. Deswegen, aber weil das so gut geklappt hat mit den jungen Spielern, ist Hannover 96 ab sofort auch der offizielle Sponsor dieser Veranstaltung. Vielleicht kann das die Kamera mal einfangen. So, hier kann man es sehen. Das ist ab sofort hier. Hannover 96 ist da mit dabei, genau. Jugend Forsch. Denn bei uns, genau, bei uns spielt die Jugend Forsch. So ist das. Okay. Kennen wir, ne? Dafür. Sehr gut. Steven, bist du auch noch jung. Was sagst du? Ja, nee. Eine Frage an euch. Ist die Länderspielpause gut oder schlecht für uns? Ja, also ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalten. Länderspielpausen sind ja grundsätzlich nie gut für uns. Scheiße. Andererseits haben wir nun gerade aber tatsächlich eine... verletzten Situation, bei der man vielleicht doch mal sagen kann, diese Länderspielpause könnte für uns ganz gut sein. Könnte gut sein, wenn jetzt Schlegler... Es ist ja nicht so, dass wir sagen zum Beispiel, dass selbst Sarenren, Basé und Meiner nicht noch vielleicht davon profitieren könnten, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit haben und mittrainieren können. Es ist auch nicht so, dass die Mannschaft nicht vielleicht doch davon profitieren kann, wenn Füllkrug vielleicht in München auf wundersame Weise sein Knie wieder hören kann. Und was es noch so alles gibt an Baustellen. Aber das Ding ist, es ist besser bei uns, zu Verletzungen zu bekommen, wenn wir jetzt weiterspielen. Weiß ich nicht. Denn eine dumme Verletzung bei einem Nationalspiel bei uns gegen England, gegen USA und Samstag und all diese ganze Scheiße. Aber das Ding ist für mich, dass
ich habe mit unserer Boca Junior Fan, Seniors Fan hier gesprochen und über die Größe von unserer Kader. Unsere Kader ist ganz klein. Wir haben nur 24 Spieler. Und wenn du guckst, die andere zum Beispiel Hertha BSC ist 34 Spieler und Gladbach hat 37 Spieler. Now, ich weiß, die spielen auch in Super League hier oder bla bla League da. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Mal wir haben wirklich zu viele Leute weggegeben und nicht aufgestockt. Hm, ja, also man hört jetzt immer wieder auch, dass Leute aus den Jugendmannschaften, also aus der U19 und so, haben immer mittrainiert, jetzt auch bei den Profis. Hm. Also so ein US-Amerikaner irgendwie so ja, und sowas, aber ich weiß das nicht. Das ist nicht das Ding. Du weißt was, ich habe richtig gut gefunden, wenn auf einmal Baccalots war da wieder, wie das Motor, das Gattuso. Ja, genau. Gattuso der Budget Gattuso. The Magic Man. Und das war wirklich wahr. Ja. Aber du kannst aber bei uns anrufen. 05 11 367 0170. Steven hat sogar schon angerufen. Steven, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, nee, ich wollte sagen, also ja, der Kader ist schon sehr klein und da hätte man schon, also weil gerade hieß so, ja, da kommen ja viele aus dem Jugendbereich hoch, aber das kann eigentlich auch nicht Sinn und Zweck sein, dass der Trainer gezwungen ist, weil er so wenig Spieler hat, dann Jugendspieler nachzuziehen. Ja, ja. Nicht, dass sie also auch eine Chance verdient hätten. Aber wenn man dann, wie gesagt, so Meiner, Basé, also da sind ja viele, die man reinwirft, auch Weidand oder so, dass man dann sagt, okay, man verlangt ziemlich viel schon am Anfang. Also genau wie Muslia, man sagt dann immer, die müssen jetzt spielen, die müssen spielen. Aber man darf sie, glaube ich, auch nicht verheizen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Naja, es ist halt ein Wabonspiel, würde ich sagen. Also ich meine, du hast in so einer, ich kann durchaus die Argumentation verstehen, ich glaube, das haben wir letzte Woche auch schon mal angesprochen, ich kann die Argumentation verstehen, dass man sagt, okay, wir holen jetzt keinen Abwehrspieler, der zum Beispiel mit dem Anspruch auch zu spielen kommt und setzen ihn Hübers vor die Nase, weil zu dem Zeitpunkt haben ja alle gedacht, mit Hübers haben wir auch gedacht, haben wir jetzt einen super, super neuen Jungen, der da unten noch Abwehr macht. Wenn der sich dann nun ausgerechnet verletzt, hast du natürlich plötzlich eine problematische Situation. Weil es ist nicht falsch gewesen oder es ist didaktisch wahrscheinlich nicht gar nicht so ganz falsch, nicht dem gleich jemanden hinzusetzen, der ihn wieder zurückwirft. Ja, aber jetzt ist er durch eine Verletzung. Ich begreife das nicht. Warum bezahlen wir immer einen verletzten Spieler für Lippi? Er spielt 3 Wochen, 4 Wochen. Er spielt aber jedes Jahr mal so 3-4 Mal. Ja, ja, aber da kostet er ja, denn ich konnte ihn schön ersetzen miteinander. Ich finde zum Beispiel Ilas, ne? Wie heißt der? BBU? Nein. Ilas, ne? Ilas. Bei uns. Ilas. Okay. Ilas in Deutsch. Ja. Aber er hat richtig jetzt in der letzten Seite, wurde immer besser Deutsch Spieler Praktisch. Ja. Aber das Ding ist die Innenverteidiger selber. Ihr weißt, na, das ist echt das Problem. Und du kannst nicht eine Mannschaft, das ist ein Drittel 19, 20 Jahre Kinder haben da drin. Das geht nicht. Es hat Mannschaften gegeben, die damit schon ganz gut gefahren sind, glaube ich. Ja, also mit Barcelona, ich sag mal, Real Madrid. Ja. Das ist der. Bei Dortmund klappt es ja auch mit den Dortmund. Ja, aber ich meine, welche Talenten sind in Dortmund? Ja, nun, sie kaufen welche einfach. Andere Größenordnung, glaube ich. Ne? Klar. Die haben ja auch andere Ansprüche als wir. Aber, und wir müssen, ganz kurz, wir müssen unbedingt auch einen neuen holen, weil ich glaube nicht, dass wir Wimmer verpflichten werden. Dafür hat er nicht ansatzweise die Leistung, die um die 13 Millionen, glaube ich, was er kosten soll. Also, ach, der ist nur eine Laie. Das ist eine Laie. Ja, das ist ein Österreicher aus Stuck. Die Kaufoption ist auf jeden Fall utopisch hoch. Also das ist, ja, ist Stuck genau, City. Also für so einen Spieler, also er ist erfahren und er hat das gewisse Alter, wo man sagen könnte, okay, er kann die Jungs führen. Aber er macht den nicht. Preis mit 96 das niemals machen. Also es wäre auch sehr blöde. Nee, aber das sind ja bewusst, also dass da im Sommer oder schon im Winter auch was gemacht werden muss. Ja, ja, gut. Das ist ja auch eine neue Situation nochmal. Klar, also dass wir jetzt in der Situation sind, wo wahrscheinlich alle Verantwortlichen sagen, ja, wenn wir können, holen wir auch wieder ein, zwei Leute. Ist eine andere Geschichte. Aber ich sage ja nur, dass man auch verstanden hat, dass sie am Anfang vielleicht aus dem einen oder anderen Grund gesagt haben, jetzt holen wir nicht noch mehr. Zu der Frage mit der Länderspielpause nochmal. Also ich weiß jetzt nicht tatsächlich, jetzt ist natürlich das Spiel ganz gut gelaufen.
Trotzdem ist natürlich jetzt wirklich auch hier wieder die Frage, ich habe bei 96 jetzt das Gefühl, im Guten wie im Schlechten, wir spielen sowieso nie mit der gleichen Mannschaft. Also sprich, dieses, dass man jetzt sagen kann, da läuft wieder die gleiche Mannschaft auf und dann läuft super. Und selbst wenn es die gleiche Mannschaft ist, hat man ja oft das Gefühl, es ist nicht die gleiche Mannschaft, ja, weil irgendwie plötzlich wieder zwei Leute ausfallen, die im letzten Spiel ganz toll waren. Also ausfallen jetzt nur im Sinne von leistungsmäßig. Und insofern, auch da würde ich ausnahmsweise mal sagen, ist diese Länderspielpause, auch wenn ich gar keinen Bock drauf habe, aber ist die Länderspielpause vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt, weil wie gesagt... Wegen der Verletzung vielleicht, aber trotzdem, wie morgen, du kannst das auch in meiner Pub-Talk mit Horst Held, hat auch das, wir haben über das... Pub-Talk mit Horst Held, wovon sprichst du? Ja, morgen ist Stanleys Pub-Talk, morgen... Nein, das wusste ich ja gar nicht. Mit Horst Held, und wir haben auch über das... Du hast mit Horst Held gesprochen. Stanley, du hast mit Horst Held gesprochen. Nicht nur das, ich habe Wayne Thomas kennengelernt. Kennst du Wayne Thomas? Nein. Das war die einzige 96-Spieler aus Wales. Er war auch da uns letztes Wochenende. Okay. Unser Glücksbringer. Okay. Und ja, was ich sagen wollte. Ja, eigentlich wolltest du was sagen. Wir hatten über das gesprochen und er ist total dagegen. Er ist dies dreimal seit... Wogegen ist er total? Gegen Matthias Weiland. Und, gegen was? Aha. Oh, very funny. Matthias Weidand, der Bruder von Henrik Weidand. Oh, Henrik. Nein, er ist total gegen diese internationale Pause jeden 6 Wochen oder so. Ach so, ja. Grundsätzlich finden wir das natürlich alle nicht so doll, weil vor allen Dingen, du musst ja vor allen Dingen Spiele abstellen. Ja, weil ich meine, du hast eine ganz tolle Spiele, immer bei Champions League, du hast Pokal, und dann ein dummes Spiel gegen Deutschland, gegen Russland, aber... England, das ist am Donnerstag die andere Spiel, ich weiß nicht, was das zweite Spiel ist. England spielt gegen Kroatien in Europa League, das ist kein schlechtes Spiel, aber Rooney's Bye-Bye-Spiel gegen die USA in Wembley, das ist, wo unsere Woody ist, ne? Ja. Ich finde das total überflüssig. Ja. Ich finde echt. Und man hätte das mitnehmen sollen, das Gefühl, was man hat nach dem Sieg, nicht 2 Wochen lang wieder darauf warten, nicht, dass das dann wieder verflogen geht, so dieses Gefühl. Ja, und dann gerade, du hast so eine schwere Gegner. Du weißt nur, du hast gewonnen. Und dann mit der Euphorie mitnehmen und dann... Ja, du kriegst das nicht. Nee, ich bleibe dabei. Ich bleibe in diesem Falle dabei. Ich lasse mir diese... obwohl ich auch kein großer Freund davon bin, aber diese Länderspielpause lasse ich mir jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, dass sie für uns eher gut ist. Ich glaube, dass sie eher gut ist. Und wenn sie wirklich nicht in der Lage sind, die Euphorie ein bisschen mitzunehmen bis zu dem nächsten Spiel. Denn sie haben auch in 2 Wochen ihr letztes Spiel gewonnen. Das ändert sich ja nicht so richtig. Und daher, es gibt keine Negativ... Es sollte, wenn jetzt keine bösen Verletzungen passieren, sollten auch keine Negativerlebnisse bis dahin sie schmälern, es sei denn, dass jetzt sie eingesetzt werden in ihren Nationalmannschaften und mit 0-8 untergehen gegen irgendeinen unterklassigen Gegner, wollen wir es mal nicht hoffen. Steven, ich hör einen Hund winseln. Kann es sein, dass Lotta raus muss? Lotta muss jetzt langsam raus, ja. Ja, nee, wir haben nämlich auch einen Anrufer, das war die geschickte Überleitung. Ja, sehr gut. Ja. Dann schöne Grüße erstmal an euch. Ja, du kannst uns ja mal, denn wir werden uns ja vorher nicht, zumindest nicht mehr offiziell sprechen. Was ist denn dein Tipp für das Spiel gegen Gladbach? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sich verletzt, wer wiederkommt. Wir müssen ja eins festhalten noch. Wir können jetzt leider den Ausschnitt nicht zeigen, das haben wir nicht vorbereitet. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass letzte Woche 3 Instanzen, 3 Leute, und zwar der junge Mann, den wir gleich sprechen werden, der jetzt auch schon angerufen hat, nämlich der Nick, Jens Je, Skype, und ich, wir haben ausnahmsweise, ich glaube, das gab es in der Geschichte der Sendung noch überhaupt nicht, dass alle, die einen Tipp abgegeben haben, den gleichen Tipp abgegeben haben. Und wisst ihr, wie er lautete? 2-1. Und Steven hatte, der ja sogar irgendwie so eine offizielle Tipprunde spielt, irgendwie bei jemandem, hat auch 2-1 getippt. Also mit anderen Worten, alle. Nathalie auch. Also das Universum hat quasi dieses Ergebnis gefordert. Vielleicht müssen wir das jetzt immer so machen, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja. Was ist dein Tipp, Steven? Also sehr schwierig. Also ich glaube, wenn wir mit dem Unentschieden wiederkommen, mit dem Punkt, dann ist das schon viel wert in Gladbach. Das ist richtig, aber was ist dein Tipp? Keine Ahnung. Ja, tipp einfach was. Du sagst 1-1. Okay, gut. Ich habe es mir notiert, ja. Ich werde es mir gleich auf dem Heimweg tätowieren lassen. Alles klar. Ne? All right, tschüss, Steven. Okay. Tschüss, Steven. Jo, schöne Grüße. Schönen Abend noch und schönen Gruß an Nathalie und an Lotta. Ciao.
So, die kann jetzt nicht, sie hebt, glaube ich, noch nicht das Beinchen. Und jetzt haben wir Nick in der Leitung, der müsste uns jetzt auch reingestellt werden. Nick, der sagt, das Siegen haben wir doch noch nicht verlernt. Also was verlernt man noch nicht? Das ist wie Fahrradfahren, oder Nick? Schönen guten Abend. Grüßt euch, Nadia. Ja, ging ganz gut mit dem Fahrradfahren am Freitag. Ja, das ging wunderbar. Wie geschmiert. Was hat dir dabei besonders gut gefallen, was nicht so? Ich muss sagen, diese Aufstellung hat, muss ich auch echt mal zugeben, hat mich überrascht. Jugendforsch, ne? War gut. Also mit Basé und Meiner auf den Flügeln, das war das Beste, was hätte passieren können. Was ich besonders spannend fand an dieser Aufstellung, war Bebou, der ja auf der 8 gespielt hat, also gar nicht auf dem Flügel, sondern über die Mitte kam. Und auch nicht als Zehner, sondern tatsächlich auch wirklich im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Und wirklich oft, auch wenn er dann vom Torhüter gescheitert ist, oft da spritzige Läufe irgendwie nach vorne gemacht hat. Also das fand ich richtig, das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Und die hervorragende Flanke, die zum 1:0 geführt hat, war ja auch. Das war echt ein absoluter Traumpass. War ja auch ein großartiger Pass, ja, das stimmt. Also hat es eigentlich vielleicht auch eine Rolle gespielt, wäre jetzt mal nochmal so eine Überlegung, hat das auch eine Rolle gespielt? War vielleicht sogar auch die gegnerische Mannschaft, der gegnerische Trainer, wurden die davon auch vielleicht ein bisschen wirklich überrascht, überrumpelt? Also erwartbar war die Aufstellung ja bestimmt nicht. War sie nicht, ne? Genau. Meiner und Basé, das war ja fraglich und auch nicht ab. Also es stand auch, war auch in der Presse in keinster Weise gemutmaßt worden, dass die zum Einsatz kommen. Also zum Einsatz vielleicht schon, aber auf gar keinen Fall bei der Startaufstellung. Nick, was meinst du? Es war alles taktisch, wie ich ja schon gesagt habe, es wird eine taktische oder ein Schach zwischen Labbadia und Breitenreiter und ja, der Schachmatt ging definitiv an Breitenreiter. Also das war, muss man echt sagen, auch einfach mal anerkennen, das war eine Glanzleistung. Nicht groß auf der Pressekonferenz sagen, der spielt nicht, sondern einfach aus der Not heraus, muss man ja nun mal so sagen. Der Verletzungsmisere zurzeit, so eine Elf aufzustellen, die dann auch noch wirklich von Anfang bis zum Ende, ich glaube, es kam nicht einmal eine Phase, wo sie schwächelten, sondern dass sie wirklich konstant nach vorne gespielt haben und das war echt super. Mhm. Der Nick, was ist denn bis jetzt zwischen der 45. Minuten bis der 60. Minute? Ja. Nick, was ist damit? Hallo? Was ist mit der 45. bis zur 60.? Ja, es gab ja schon es gab einmal die Phase, die Stanley anspricht, von der 45. bis zur 60. Und es gab auch noch die Phase ganz am Schluss, wo ich wirklich auch extrem gezittert habe, wo ich so gedacht habe, nein, man muss es jetzt auch mal, eigentlich wäre das jetzt wieder die Phase, in der man es mal hinkriegen muss, den Ball wirklich zu halten, zu spielen, nicht immer nur nach vorne zu kloppen, es sei denn, es ist gerade wirklich sowieso schon die einzige Lösung, die es gibt. Das ganze Stadion, wenn das Route 5 Minuten nicht hochgekommen. Ja. Oder alle Rassen. Ja. Weil sie haben zu dem Zeitpunkt schon so gespielt, als könnten sie wirklich nur noch den Ball nach vorne rauskloppen. Und man dachte, das können die jetzt nicht 5 Minuten machen, sonst fangen wir uns noch ein. Gerade mit dem Glück, was wir in letzter Zeit sonst gehabt haben. Ja. Wobei ich muss sagen, 45. bis zu 60. Ich saß diesmal auf der West. Ich habe das eher so wahrgenommen, dass das alles schon so besprochen wurde, dass man Wolfsburg erstmal kommen lässt. Ne? Denen das Gefühl gibt, Hannover ist langsam am Ende und jetzt gehen wir mal. Weil dann kam ja wieder, hat man in der West wunderbar gesehen, dann sind wieder sehr viele Räume entstanden, die Hannover ja auch jeweils gut genutzt hat. Ja, es geht zum Eis. Das wäre eine äußerst riskante Taktik, wenn man wir können das eigentlich nicht so richtig gut, wie wir jetzt in der letzten Zeit immer wieder bewiesen haben. Das sieht nie besonders. Das sieht nie besonders gut aus. Nein, ich habe da gesessen mit die Ex-96-Verlieser Wayne Thomas und wir haben beide da geschrien, geh vorne und legt immer den Einladen zu einer Freak-Flanke und dann nach 2:2 abzubekommen. Oh. Das ist Rock'n'Roll. Man muss dazu sagen, der Elfmeter war ja auch mal wieder keiner. Es hat noch nicht mal eine Berührung stattgefunden. Also das war wieder so ein Punkt, wo ich sage... Ja, das leidige Thema. Leidiges Thema, wir können uns aber trotzdem, wir können nicht völlig unzufrieden sein, denn immerhin hat der Videoassistent ja zu unseren Gunsten mal richtig entschieden in einer Situation, in der es dann auch nicht ganz unwichtig war, weil da dann einen frühen Rückstand zu bekommen, wäre sicherlich nicht so gut gewesen. Wir können ja mal schauen, ich habe ganz vergessen, da Stanley hier sitzt, habe ich ganz vergessen, dass Stanley ja für uns auch direkt nach dem Spiel unterwegs war und den 12. Mann wieder aufgenommen hat. Und Nick, bleib mal bei uns, wir horchen mal, was die Fans direkt nach dem Spiel gesagt haben und gucken mal, ob das sich mit dem deckt, was wir hier gerade schon so alles analysiert haben. Brauche ich noch mal rein. Und jetzt wird wirklich...
Was für ein wunderbares Abend hier heute in der HDI Arena. 96 hat 2-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Unsere Frage für Stan, the Swifter Man, heute ist, wer war der beste Spieler und wie hast du das Spiel gefunden? Ich fand Esser ganz gut. Am Anfang, ne, hat er ja so ein bisschen gepatzt, aber zum Schluss, denke ich mal, hat er uns den Sieg auch erhalten und gerettet. Also es war großartig, dass das Spiel weiter vorne stattgefunden hat. Es war großartig, dass Meiner gespielt hat. Und ich muss sagen, es war ein gutes Spiel. Es war das beste Spiel, was ich von Hannover in dieser Saison gesehen habe. Und der beste Spieler war? Der beste Spieler war Meiner, absolut. Und nicht der Torwart? Torwart war großartig, aber ich fand den Meiner, also es war großartig, was er gespielt hat. Und der Torwart Esser ist immer gut. Also bester Spieler ist für mich heute Elias Bibu. Zeigt immer Einsatz, immer Vollgas, sehr schön. Und das Spiel war heute hart erkämpfter Sieg. Hinten raus wieder knapp, aber endlich mal gewonnen. Heute Abend auf jeden Fall Esser und der Torwart. Für mich war es Meiner, also der das Tor geschossen hat. Der war natürlich auch ganz gut. Dafür, dass es so ein junger Spieler ist, hat er das ganz eiskalt gemacht, muss man wirklich sagen. Super. Gemacht. Meiner oder Esser, ist ein bisschen die Frage, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was einem wichtiger ist, das Tore schießen oder das Tore vermeiden. Natürlich kann man sagen, Meiner hat ein Tor geschossen, Esser hat aber wahrscheinlich tatsächlich mindestens 3 oder 4 Tore verhindert. Insofern darf man dann schon auch durchaus sagen, dass Esser vielleicht dann insgesamt sogar noch die etwas wertvollere Person war. Was ich ganz interessant fand, war, dass Meiner ja gesagt hat, dass er, das ist ja auch so eine Sache, er hat ja in dem Moment wirklich abgezogen. Der Ball kam perfekt und er hat abgezogen. Er hat aber nur deswegen abgezogen, weil er direkt vorher eine Situation hatte, in der er zu lange gewartet hat, in der er versucht hat, zu viel zu machen, was wahrscheinlich sogar eher eigentlich sein Naturell ist. Und das hat ihn sozusagen in dem Moment bewogen, nee, jetzt mache ich einfach mal. Also sowas ist dann ja auch immer noch ganz wichtig. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir nicht der Meinung des Herrn sind, der sagt, dass das beste Spiel war, das er in dieser Saison gesehen hat. Vielleicht ist es das einzige Spiel, das er in dieser Saison gesehen hat, dann könnte das wiederum stimmen. Aber es war ergebnistechnisch natürlich hervorragend, aber es war mit Sicherheit nicht das beste Spiel der Mannschaft, oder? Kämpferisch gesehen schon. Kämpferisch gesehen, ja? Das stimmt, ja. Bin ich auch. Okay. Aber ja, kämpferisch und vielleicht noch läuferisch war es schon deutlich besser als die Spiele davor. Mhm. Ja, aber das letzte 10 Minuten war wirklich beängstigend. Nach das 11 Meter, ich hatte auch gedacht, jetzt... Ja, ich kann kaum noch hingucken, wenn ehrlich gesagt, ja, Hans, war echt. Ich hatte auch meine Augen zugemacht, wenn ihr das Ding geschossen. Aber ich meine, wir mussten irgendwie etwas lernen, vielleicht in dieser Pause, wie die letzten 10 Minuten mit einer Attacking Formation, einer Angriff Formation gehen dagegen. Wir sind es ja gar nicht gewohnt. Wir haben Führung zu verteidigen. Genau, das kennen wir gar nicht. Aber das sollten wir jetzt wirklich mal noch mal lernen, dass wir vielleicht auch mal es schaffen, wirklich die letzte halbe Stunde oder Viertelstunde eines Spiels wirklich so zu gestalten, dass wir durch Aktivität den Gegner am Tore schießen hindern und nicht nur durch, wir stehen alle hinten drin und hoffen, dass das ist, nicht das ist eine verrückte Sache bei Manchester City. Manchester City hat 30 Toren in 11 Spielen, aber nur 5 Gegentoren. Weil die Sache ist, wenn du bist immer in der Vorwärtsbewegung, du hast keine Chance, denn Toren zu schießen. Ja, das sage ich eigentlich auch immer, aber die Leute auf dem Platz hören mich immer nicht. Ich bin zu weit weg. Ja, Nick, was wären jetzt so deine Lehren aus dem Spiel fürs kommende Spiel? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Mannschaft sowieso immer wieder ein bisschen anders aussieht. Was glaubst du, wie die Mannschaft aussehen sollte, könnte gegen Mönchengladbach? Ist ein bisschen hin, von daher könnte sich natürlich was tun, was die Verletzten angeht. Das wäre ja unsere Hoffnung. Naja, erstmal, werden sie jetzt 2 Wochen lang Gladbach analysieren. Die Gladbach ist ja gerade in der Zentrale sehr, sehr, sehr aktiv und sehr gefährlich. Schwer zu sagen, also ich habe mir jetzt die letzten Spiele immer mal so von Gladbach angeguckt, also die zu knacken, das wird eine Zerreißprobe, muss man ganz klar sagen. Also wenn da nicht alle geschlossen zusammenstehen, dann wird das eine Abreibung sondergleichen. Also wird schwer, also es wird ein schweres Unterfangen, aber das hat man ja auch gegen Wolfsburg gesagt. Und ich denke mal, die Jungs werden jetzt daraus, was sie jetzt gegen Wolfsburg geleistet haben, werden sie natürlich auch versuchen, mit in Gladbach reinzunehmen.
Und zwei Wochen haben sie Zeit und ich gehe mal ganz stark von aus, dass da auch was Zählbares mitgenommen wird. Und wir können ja jetzt, wenn wir schon sagen hier, dass die Serien so ein bisschen gerade dadurch unterbrochen und gefährdet werden, dass eben Länderspielpause ist, kann man ja auch mal sagen, auch Gladbach verliert dann ja vielleicht so ein bisschen diesen Schwung, den sie gerade haben. Bei ihnen läuft es gerade ganz gut, aber sie haben ja in der Saison auch durchaus schon mal Schwierigkeiten gehabt. Und ja, auch das Heimspiel gegen Leverkusen, der hat... Stimmt, direkt am Anfang. Nein, vor dem Pokal oder sowas, vor 2 Wochen, 2-5. Oh. Ja, im Pokal sind sie raus. Ne? Ja, der hat richtig einen auf der Fresse bekommen. Und dann, Herr Kühne, das ist nicht meine Mannschaft. Ich weiß es nicht, wie immer, wie er ist. Vielleicht ist Hecking ja auch als Ex-Trainer von uns nochmal so ein bisschen milder. Ja, das Ding ist auch. Das Lars Stindl war auch. Stindl, der Hecking, alle so ein bisschen. Ja, aber Stindl spielt nicht mehr in die erste Mannschaft. Meinst du? Nee? Nein, nee, letzte Woche auch nur durch die Verletzung von Raphael reingekommen. Aber es ist egal, die haben eine neue Qualität, Gladbach. Gut eingekauft und so weiter und so fort. Ja. Aber wir müssen einfach da durch, weil wir brauchen die Punkte wirklich gegen Hertha. Es ist bei mir scheißegal. Vor Weihnachten, wir haben Hertha und dann eine Woche, dann wir spielen irgendwo aus. Mainz, dann wird es noch härter, dann kommt Bayern, ne? Dann geht es noch härter. Ich habe es mir aufgeschrieben. Gladbach, Hertha, Mainz, Bayern, Freiburg, Düsseldorf. Düsseldorf ist ja so ein bisschen quasi schon da als Weihnachtsgeschenk gedacht. Ja. Also ein Heimspiel gegen einen echt extrem mutmaßlichen Freiburg und Düsseldorf, das ja. Ich hoffe, aber Freiburg ist auch nicht ein einfaches Spiel. Nee, Freiburg ist auch nicht unbedingt gleich, außerdem ist es in Freiburg. Es gibt keine einfachen Spiele. Es gibt keine einfachen Spiele mehr, außer wenn sie hinter einem sind. Dann schon, ja. Ja, das Kuriose an der ganzen Sache ist ja komischerweise, gewinnen die hinter uns auch auf einmal. Also es ist ja schon eigenartig. Schalke hat nicht gewonnen, das war ganz praktisch. Schalke hat nicht gewonnen, das die waren zwar nicht hinter uns. Das ist der einzige Gefallen, der uns getan wurde. Ja, das stimmt. Gegen wen hat Düsseldorf gewonnen? Gegen Hertha, ne? Oder ja, 4-1. Warum auch immer. Warum auch immer. Das ist tatsächlich seltsam. Bei Stuttgart ist es jetzt nicht ganz so verblüffend gewesen, weil das war, glaube ich, gegen Nürnberg, ne? Ja, aber da haben wir auch 2-0 verloren in Nürnberg. Also. Ja, das aber geht. Das war auch ein komisches Spiel, wenn ich das noch erinnern will. Ja. Wir hatten doch nur so komische Spiele, wenn ich mich nicht erinnere. Ich will mich nicht erinnern. Aber was wäre jetzt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses Spiel jetzt nehmen, Nick, würdest du denn zum Beispiel jetzt sagen, wenn sie sich jetzt in der Zeit nicht verletzen, wieder mit Saren rennen und meiner anfangen? Auf jeden Fall. Ja? Also würde ich sagen, man sollte jetzt dann auch mal dieser Ich glaube, er wird defensiv werden. Ich kann nicht vorstellen, er geht mit so einer offensiven Mannschaft. Also rein theoretisch ist das auch defensiv mit der Viererkette und also Wallace und Bakalotz. Füllkrug ist nicht so schnell als Wood. Und Wood hat richtig da gut gespielt als ein richtig altmodisches, you know, dreckiger Mittelstürmer, der hat immer rumgewurschtelt, Arnold immer richtig schön in die Eier getreten und das ist Und er hat quasi nicht direkt, aber indirekt ja auch den Elfer mit rausgeholt. Ja, aber wenn du guckst, das an, ist er total bescheuert, das Elfmeter zwischen beiden Spielen da. Ich weiß jetzt nicht, wie das ein Elfmeter war, aber ich würde das gerne gesehen von der Kamera hinter der Tor, weil es nur zwei. Der war einer von der einen Seite, du konntest nur die Wolfsburger zwischen 296 Spieler. Aber es ist egal, das ist Fußball jetzt. Aber ich muss auch sagen, er sollte die Wallace und Bakalotz definitiv mal öfters zusammenspielen lassen, weil die beiden haben mir richtig gut gefallen. Bakalotz und Wallace. Also ich muss sagen, Bakalotz als Abräumer und Wallace als auch Abräumer. Auch Abräumer. Also nur noch Abräumer. Ich muss sagen, von Bakalotz war ich echt überrascht. Also ich bin eigentlich irgendwie nicht so der Bakalotz-Fan, weil ich denke mal, der ist irgendwie so nur als Kämpfer, nur als irgendwie, der wird da mal so hochstilisiert, so als Kampfsau irgendwie. Aber der hat ja auch richtige Sturmläufe da gemacht. Der war richtig, richtig gut, wie er da auch nach vorne gegangen ist, den Elfmeter rausgeholt und all das. Also das fand ich ganz. Ich finde, Bakalotz hat mich positiv überrascht. There was ein Lauf from das Elis. Ja, das war mit dem Zidane-Trick da. In der zweiten Halbzeit. Und das Gelüft über der Hintermannschaft von Wolfsburg. Oh, ich denke, was gucke ich jetzt? Er ist aus Schweden, oder? Elis? Ja. Kroate. Ja. Er ist richtig gut. Ich bin immer auch immer mehr Fan von ihm. Ich finde ihn richtig okay jetzt. Der wird besser halt tatsächlich, aber auch. Und tatsächlich, das kann man feststellen, ja.
Okay, dann. Ja, das heißt mit anderen Worten, wir gucken mal, also ob wir mit dieser... Ich hätte vielleicht noch die Anregung, das fand ich ganz hübsch, weil das einmal in diesem Spiel schon geklappt hat, dass 96 überhaupt immer nur noch vokalgleich auswechselt. Also dass nur noch Leute, also wenn zum Beispiel, wir haben das in diesem Spiel gehabt, dass, glaube ich, Meiner rausging und Weidand reinkam. Das war quasi der Gleichklang. Und das könnte man auch noch machen mit Bacalords und Albonors, würde das auch noch funktionieren. Das muss sich immer reimen. Also das heißt, dann einige können dann nicht raus oder rein. Das ist natürlich klar, das geht dann nicht, aber... Na gut, war nur eine Idee. Gut, was ist denn dein Tipp? Wir haben ja gerade schon festgestellt, es ist nicht einfach. Wir wissen wirklich noch überhaupt nicht, wie die Mannschaft aufgestellt sein wird. Insofern ist das auch nicht leicht. Aber was wäre denn dein Tipp jetzt wie heißen sie? Gladbach. Danke. Wer hat das gegeben? 1-1. Ich sage 1-2. Nee, das war Steven. Steven hat gesagt 1-1. Du sagst 1-2. Moment, 1-2 heißt was? Aus wessen Sicht ist das? Für uns. Ach, für uns. Also ein 1-2 sozusagen aus Sicht der Heimmannschaft. Genau. Okay, hier ist die Aufstellung. Was ist deine? Ich habe noch keinen Tipp. Ich überlege mir das noch während der Sendung. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Und du? Also ich wäre dann bei Steven, glaube ich. Ein 1-1 halte ich für nicht ganz unrealistisch. Also da wäre ich auf jeden Fall schon mit zufrieden. Also wo wir schon dabei sind. Also du hast jetzt gerade gesagt 1-2. Ich würde eher sagen tatsächlich, auch wenn es natürlich nicht gut ist, wenn wir jetzt alle wieder unterschiedliche Ergebnisse haben, vielleicht sollte ich auch 1-1 sagen. Ja, sag mal 1-1, komm. Okay, ich sage auch 1-1. Na gut, dann sage ich, ich wollte eigentlich 2-2 sagen, aber dann sage ich jetzt auch einfach 1-1. Ich glaube auch, dass es ein 1-1 wird. Oh, 1. Zwei Toren wird geschossen. Ein Tor von uns wird geschossen. Ja. Ja. Meiner naja, wieder. Vielleicht funktioniert es ja. Nick, dann würde ich sagen, sind wir mal gespannt. Was machst du jetzt der Länderspielpause? Wirst du dich in einen Kokon zurückziehen und 2 Wochen in einem abgedunkelten Raum liegen oder machst du andere Dinge? Nein, ich werde die Zeit nachmittags, wenn meine Frau von der Arbeit kommt, mit ihr und den meinen Kleinen verbringen. Mhm. Im Halbdunkel, oder beziehungsweise im Dunkeln ist er jetzt schon. Es ist ja jetzt immer schon gefühlt um 1 Uhr dunkel. Wie das so ist jetzt, ne? Genau. Ja, dann wünschen wir dir eine schöne Länderspielpause. Lass dich nicht irgendwie zu irgendwelchen Nationalmannschaften abstellen in der Zwischenzeit. Ne? Keine Verletzungen. Dass wir insbesondere die Stimmbänder nicht, dass wir dich widersprechen können, wenn Richtig. Wir gegen Mönchengladbach einen grandiosen 1-1-Sieg eingefahren haben oder was auch immer es wird. Schauen wir mal. Nick, erstmal schönen Dank. Ja, kein Thema. Und genau, schönen Dank und schönen Abend noch, ciao. Und wir wollen jetzt noch mal kurz was uns angucken. Und zwar, es wurde ja schon angesprochen, dass der gute Stanley den guten Horst Held getroffen und gesprochen hat. Hast du so ein paar private Dinge von ihm rausbekommen? Ja, it was total interessant eigentlich. So, welchen Hobbit hat er denn jetzt eigentlich gespielt in der Trilogie? Er war leider nicht ein Hobbit. Er ist nicht so groß, oder? Nein, er hat gespielt in Krieg der Sterne. 1-2-D-2? Nein. Okay, wir lassen dich einfach mal sagen, was er in Krieg der Sterne gespielt hat. Also ist es jetzt egal. Er ist ein Mitglied der dunklen Seite, ich glaube. Ach, tatsächlich? War das Interview nicht so gut? Und die Interview ist total interessant. Die Sache ist, wusstest du, dass er war ein Automechaniker? Nein. Und das erste Auto war eine... Verrat nicht alles. Ja, du kannst das alles mitbekommen morgen, okay. Aber er ist ein richtiger netter Typ zu sprechen mit, ja. Total offen. Ich hatte ihn ein bisschen angepikst wegen der Flucht, aber... Wegen der Flucht? Ja, nach Köln oder nach Wolfsburg. Ach, ich wollte gerade sagen, er ist doch nicht aus der DDR rübergekommen. Ja, nein, eine Luftballon. Okay, die Flucht. Ja, ja, die Geschichte, das war er, ne? Das genau. war er. Er war der Luftballon. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Mars, heißt das, von der... Haben wir etwas zu sagen? Ich glaube, wir haben einen kurzen Ausschnitt, dass man mal schon mal reingucken kann. Hier ist ein kleiner Taster. Also für den Pub Talk mit Stanley. Wie gesagt, wenn ihr die Sendung jetzt am Montag live schaut, dann ist das eine super Empfehlung für euch, weil das kommt morgen, Dienstag um? Es kommt morgen. Morgen. Zweimal. Ich meine, einfach mal den ganzen Tag H1 gucken. Ich glaube, um 21 Uhr. 21 Uhr klingt gut. Wir hören mal rein und vielleicht kriegen wir dann auch noch die Info, wann es läuft. Hier kurz ein kleiner Ausschnitt. Horst Held bei Stanley. Du bist auch ein Kind, oder? Ja. Junge. Ja, 8 Jahre. Wie ist das denn für dich? Das ist schwierig, ja, weil in meinem Beruf ist es nicht immer ganz so einfach, in der Tat, weil man nicht wirklich vorausschauen, planen kann, wie lange man an einem Ort ist. Ja. Selbst wenn man das will, entscheiden wie bei vielen, auch bei mir andere dann über eine Zukunft.
Unser Lebensmittelpunkt ist halt deswegen einfach München, weil meine Frau Münchnerin ist. Mein Sohn ist in München zur Welt gekommen. So, ich gehe auf die Schule da. Sie geht auf die Schule. Und es war bis vor 2 Jahren war es noch easy, weil er dann im Kindergarten war. Aber jetzt ist Schule und Schulpflicht und das ist alles nicht so einfach. Aber wir kriegen das ganz gut hin. Wir könnten jetzt noch, du könntest natürlich auch einfach mal heute so dafür sorgen, dass die Leute, noch mehr Leute die Sendung gucken und vielleicht die Frage für die Tickets einfach noch mal ändern in eine Frage, die man nur beantworten kann, wenn man die Sendung geschaut hat. Zum Beispiel, welches Auto, das erste Auto von heute, aber gut, ich meine, es wäre jetzt nur ein Vorschlag. Ja. Oder du wiederholst jetzt einfach noch mal deine Frage. Alright, die Frage des Tages, wenn ihr willst, 2 Karten für Hertha BSC gewinnen. Welcher Mittelstürmer für 96 hat die meisten Toren gegen Borussia Mönchengladbach geschossen und war 8-mal Trainer, nicht einmal bei 96, aber bei St. Pauli, HSV, VfL Wolfsburg, BST Scheißverein. Na. Alright, BSTV. Und dann, das war die letzte Station, plus Eintracht Frankfurt. Er war in, ja. Also wer es jetzt noch nicht weiß, ich weiß es nicht. Ehrlich aber nicht. Ihr werdet es vielleicht rauskriegen, dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze an Stanley, da seht ihr die Adresse, Stanley, also S-T-A-N-L-E-E, @gmx.de schickt, dann habt ihr die Chance auf 2 Karten für das Spiel gegen Hertha BSC, für das Heimspiel, das nächste. Ja, also wie am 1. Dezember. Es ist 19 Uhr. Ja, genau. Morgen um 19 Uhr und die Wiederholung ist um 21 Uhr. Naja, das ist ja egal. Um 21 Uhr kommt es auf jeden Fall auch. Aber wer schon ein bisschen früher zu Hause ist, kann es sich auch schon um 19 Uhr anschauen. Oder vielleicht bei der Arbeit nebenbei schon mal anmachen, obwohl um 19 Uhr sollte man ja denken. Ja, es ist immer bei Podcast oder YouTube. Und bei YouTube kann man sich es auch anschauen. Übrigens, aber unsere Sendung, es gibt es überall. Uns gibt es ja auch bei SoundCloud. Und gibt es bei SoundCloud, auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal. Überall. Alright, aber ich eine Frage noch. Ja. Glaubst du wirklich, dass der wird ein Problem heißen, Füllkrug, wenn er es fit ist? Wenn du spielst in so einer Formation wie das Angreifen, ja, wie wir jetzt angegriffen, Füllkrug ist nicht ein Mitspiel in so einer Formation. Der passt nicht so richtig da rein. Nein, er ist zu langsam. Ne? Ja. Also brauchst du so einen Wühler, so wie Wood. Wood, genau. Also einen, der da irgendwie vorne die ganze Zeit irgendwie alles macht, so irgendwie in jedem. Also. Ich finde, das würde echt ein Problem werden jetzt. Dabei hat Füllkrug am Wochenende ja sogar schon wieder getroffen, allerdings nur die Schwester. Ich habe das in der auch Damenmannschaft, gelesen. Ja, stimmt. Im Pokal, ne? Genau. Ja, gegen. I'm not allowed to say BSTV. Aber ja, da gibt es auch Fußball nächstes Wochenende, ich glaube, bei U23, ne? Hier zu Hause, der hat gegen Harvest gespielt gestern. Ja, stimmt, ja. Und nächstes Sonnabend, du kannst in die Island Reed Stadion, wie heißt es? Island Reed Stadion, ja. Ja, und Christian Schulz unterstützen. Ja, ja, ich weiß, der spielt ja auch noch mit ab und zu mal, wenn er seinen Gehstock ablegt. kriegt gerade noch den Hinweis, natürlich in der H1 Mediathek, ne, die kennen wir ja vielleicht auch noch, da finden Sie überhaupt alles, da können Sie alles finden, den Club sozusagen immer und den Pub-Talk und ich glaube auch noch die Hochzeit aus England und die letzten Spiele von Chelsea gegen London oder was weiß ich. Also jedenfalls, Sie werden überrascht sein, was Sie alles finden in der Mediathek. Da finden Sie einiges. Ja, wenn jetzt keine Anrufe mehr sind und es wirkt gerade so, als kommen keine mehr, jetzt wäre noch die allerletzte Gelegenheit, nochmal sich reinzuschalten, bei uns reingeschaltet zu werden, 3670170. Ansonsten würde ich sagen, gut, ich versuche jetzt auch mal mir jetzt, ach nee, ich habe ja schon, Gott sei Dank, ich muss ja gar keinen Tipp mehr abgeben. Ich habe mich ja schon. Du hast dich ja schon angeschlossen. Ja, ich habe ja schon mich angeschlossen quasi, genau. Ja, die angeschlossenen Funkhäuser freuen sich. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich nicht. Es gibt jetzt zum Schluss noch ein Lied. Wieder auf der niedlichen kleinen Ukulele. Ein alter Klassiker, also halt auch quasi der Klassiker zur Aufstellung. Ein Klassiker zum Thema Jugendforsch. Also sprich, wie. Was das für ein schönes Gefühl sein muss, wenn man dann bei 96 spielt. Und Jürgen, was höre ich da gerade? Wird draußen Fußball geschaut oder irgendwas klang da gerade so, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ist
ein bisschen, ne? Könnte jetzt langsam mal losgehen. Wir machen einen Spannungsaufbau, aber irgendwann ist der Punkt auch erreicht, wo man denkt, nee, jetzt dauert es zu lange. Okay. Es liegt was in der Luft, Trainer ruft, ein ganz besonderer Duft. Bist du jung und in der Startaufstellung? Das Leben erscheint für Sarenren und mein, wie ein Traum zu sein. Bist du jung und in der Startaufstellung? Und wenn das Tor fällt, weil jeder viel rennt, klappt's auch mit dem Videoassistent. Bist du jung und in der Startaufstellung? Ja, ein alter Motown-Klassiker, Originaltext nur auf Deutsch. Bist du jung und in der Startaufstellung? So fühlt sich das an. When you're young and in love. Von den Love it. Lovets, nicht Marvets? Marvelets? No, I said I love. Ach, du also ich wollte gerade sagen, ja. Genau. Das war's. Das war der Club der Roten Dichter vor der Länderspielpause. Wir sehen uns wieder, tatsächlich erst wieder, ja, nach dem 25., nach dem Spiel gegen Gladbach, also wahrscheinlich dann am 26., denn es ist ja das letzte Spiel an dem Bundesliga-Wochenende um 18 Uhr am Sonntag. Und wir sind dann am Montag wieder da um 21 Uhr in zwei Wochen. Um 18 Uhr. Ja, um 18 Uhr. Wenn es wieder heißt, Club der Roten Dichter. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen. 4:1 für Hannover.